Yo Leute, was geht? Ich ist hier back am Schlüssel, heute mit einem neuen Video, heute geiles Wetter und, was macht man bei geilem Wetter? Richtig, Supermoto. Wir werden heute noch kurz die Supermoto zusammenstecken im Endstadium, heißt also neue Bremsscheiben von Galfa verbauen, wir werden ein neues Kettenkit verbauen von BRC Racing, die Scheiße bauen wir ruf und dann müssen wir noch den Motor entfahren. Da habe ich übelst nicht Bock drauf. Aber wir machen das heute alle zusammen. Los geht's. So Freunde, wir werden jetzt auf jeden Fall Galfa Bremsscheiben verbauen bei der Huschke. Und Bremsscheiben hinten, hier irgendwo hinten liegen, hier liegen sie. Und Bremsbeläge fliegen jetzt in den Wegerend und dann Kettenkit noch und dann ist Abfahrt. So, alte Bremsscheibe, da ist ein Flugcross drauf, alles gut. Neue Bremsscheibe von Galfa. Also runter, neuer Ruf. Das sagt mir zu. Nice. So Freunde, da steht das geile Ding wieder, ist wieder vollständig zusammengebaut. Und sieht nice aus vorne mit der Bremsscheibe von Galfa. Ihr habt ein kleines Problem. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, woran das lag. Aber die ganzen Schrauben hier zum Festhalten des Adapters quasi sind irgendwie alle ein bisschen zu lang gewesen. Und haben halt alle geschliffen an der Bremsscheibe. Also das Rad hat sich nicht frei gedreht. Da ich jetzt dafür keine Zeit hatte, um mich da noch drum zu kümmern, halt die alte einfach wieder schnell eingebaut. Habe aber trotzdem Galfa Bremsbeläge vorne drin. Hinten soweit alles komplett, motortechnisch komplett neu. Da müssen wir erstmal rin gucken, ein bisschen rin hören und hoffen, dass so alles läuft und geil ist. Also würde ich sagen, let's go! Oh, jo, also das Ding ist hier auf jeden Fall ein bisschen undicht. Aber da kenne ich eine Lösung! Work Ready Engineering. Ey, bleib mir fest da drauf. Jetzt muss ich bloß wissen, wo Kreuz ist. Hier. Das ist dann nur nochmal kleiner. Ist hier bloß immer Kreuz? Oh, wo soll denn? Na gut, dann nehmen wir immer Kreuz. Und einen Knebel. Hoffentlich. Die auch noch die olle Schlauchstelle hier. Alter, dafür ist das Werkzeug richtig geil von Work Ready. Von Work Ready. Wenn du mal was vergessen hast, kurz nachziehen. Schlau.
Kopfgeld, ne? Also hier vorne rüber hier oder so. Sagt der mir der Schluppen, der ist ja eh hinten runter. Dunlop hat gesagt, ich soll ihm runterknallen. Mann, der ist ja bescheuert. Oh, guck mal, wer da steht. Wer da kehrt. Tops. So, das war ich auch schon lange nicht mehr. Stopp, Polizei! Komm, stopp, Polizei! Mein Gott, hier ist noch Lena. Ich bin am Rundfahrer. Was fahren die denn zusammen? Freunde, Alter, ich hab mich die ganze Zeit gewundert, warum das Ding so schlecht Gas annimmt. Unten rum. Mir ist einfach der Drosselklappen-Positionssensor abgebrochen, der hier hinter sitzt. Eigentlich sitzt das Ding nah. Einfach abgebrochen. Und deswegen verschluckt es sich halt auch. Also, diesen Scheiß hier. FI hat ja sowieso immer geleuchtet, aber. Au, warte, das wird teuer.